Kein Anschluss unter dieser Nummer. Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist der 3. Oktober um ungefähr 9:45 Uhr. Ich bin unterwegs, aber nicht alleine. Der liebe Kekimas ist dabei. Servus. Und zwar geht es heute darum, wir fahren wieder nach Karlstadt. Ja. Diesmal aber für mehr als 40 Minuten. Ja. Es geht um Equestria Girls 3 Friendship Games. Genau. Und sei dazu gesagt, es wird voraussichtlich wahrscheinlich das letzte Kino-Meetup werden, weil ja, es hat was Finales. Trilogie, ne? Also normale 3-Filme-Serie ist erreicht. Mal schauen, ob da irgendwas noch folgt, aber ich glaube mal nicht. Deswegen stellen wir uns erstmal darauf ein, dass es das noch das letzte Kilometer sein wird. Deswegen wird es ultra episch und wir müssen dann mal gucken, ob das dann sich noch in Zukunft verändert. Ja. Und was so Serien beginnen und Finale sein, wie das da sein wird, das müssen wir mal gucken. Da gibt es bestimmt auch noch Meetups. Richtig, ja. Denn bald ist ja das Staffelfinale von der 5. Staffel. Ganz genau. Dann werden wir mal gucken. Richtig. Ja. Zuerst brauche ich eine Fahrkarte. Ja. So, also wir befinden uns endlich im Zug. Allerdings ist das ziemlich gefüllt. Ja. Erste Klasse ist gleich da vorne, ist genauso überfüllt wie die zweite Klasse. Ja. Aufpreis hat sich wahrscheinlich nicht gelohnt. Ja. Ah, ja. Und ich muss so gerade so als Stativ halten. Ja. Fällt mir natürlich auch ganz besonders. Ja. Sehr schön. Ja. Ja, zum Glück müssen wir das ja nicht so lange aushalten. Nur bis Würzburg Endbahnhof. Da ein spezieller Dorf. Das wird ein Spaß. Oh ja. Und dann erst. Ja, hoffentlich lohnt sich. Ja, ich hoffe es. Cool. So, wie ihr seht, sind wir in Karlstadt angekommen. Mal wieder. Gleiche Straße, gleicher Ort. Ja. Allerdings heute ziemlich allein. Ja. Weil wir einen ungefähren Treffpunkt haben. Also nicht besonders abgesprochen, 13 Uhr sollen wir alle da sein. Also direkt vom Kino dann praktisch. Ganz genau. Ja. So was abgemacht. Vorher müssen wir natürlich ein bisschen finanzielle Mittel besorgen. Und Knabber Zeugs. Genau. Denn ich werde wahrscheinlich durchdrehen. Ja. Aber das ist eine ganz andere Geschichte. Dieses Hobby, das ist auch ein bisschen kostspielig, muss man sagen. Ja. Auch wenn man absolut nichts dafür ausgibt, ist es kostspielig. Es kostet Nerven. Ja, genau. Das werden Sie auf jeden Fall später dann auch. Ja. Wer weiß, vielleicht kommen ja ein paar Audioauszüge von dir. Oh Mann. Wenn du dann total abgehst. Wir haben uns ja ungefähr schon so vorgestellt, was kommen wird. Wir haben uns da, wie gesagt, nur das Trailer-Material reingezogen. Mal gucken. Wir werden sehen. Überqueren wir den Main. Ja. Mal wieder auf den Spuren nach dem Sinn, wieso wir hier sind. Verzeihung. Mir ist das gerade einfach nur in den Sinn gekommen.
Ist schon klar. Da kommt ein Sportboot. Ein etwas größeres Sportboot. Aha. Und die YouTube-Money-Hater, die da kommen. Kommen mit dem Boot angefahren. Ja, Mann. Ja, yeah, es beginnt. Juhu. Tony Creator. Oh Mann, ist echt so. Ist echt so. Das ist so geil. Hä? Naja, das ist ja. Das ist ja quasi. Weißt du, auf welches Art das eine Anspielung ist? Auf was? Ja, nee, ob das noch anders. Das ist eine bestimmte Serie aus Amerika, wo die Musik herkommt. Und das Intro wurde jetzt halt quasi in dem Stil gemacht. Also. Also es ist, wie gesagt, nichts Kreatives. Ah, klar. Gott. Das war der krasseste Schrei, den ich je gehört habe. Ja. Es ist so, also auf Englisch. Dragon Creator. Ja. Pony Creator. Oh. Ja. Beste Guess. Das ist schön. Ja. Hmm.
Etwas auf. Nein. Nein. Nein, nein, nein. Scheiße. Gott. I feel like being in my room. I mean, you are awesome. But there's gotta be more to it than that, right? Hi, Twilight. Hi. Oh, God. I gotta go. Okay. Bye. Come on. These outfits are great, but why would you put so much time and effort into clothes we might not even wear? They're gonna exhaust yourself before the game's even starts. Oh, that would be good. What I live for, and spending time with my friends fills me with energy. Uh-huh. Meine Fresse. Das ist doch nicht wahr. Ja. Sorry. Nein. Nein, 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 nein. 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 Nein, 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 nein. Oh Mann. Nein. Nein, nein. I understand you, Twilight, and I want to show you the most important magic of all.
Trockeball. Oh Mann. Alter, das ist... Oh, scheiße, das ist geil. Alter. So, das war der Film. Ja. Fazit. War schon schön. Schön, schön. Aber ja, wie gesagt, also es war halt jetzt mehr weniger, was ursprünglich nicht mit der Serie zu tun hat, sondern hat man ja ein bisschen, ja, kann man sagen, ein bisschen mehr auf die Filme angespielt. Ja, richtig. Also sprich wirklich an die zwei Filme angeschlossen und den dritten weitererzählt, ohne mehr Bezug auf die Serie zu nehmen. Ja. Aber da werden wir jetzt sowieso früher oder später bald einen eigenen Film. Oh ja. Finden. Vielleicht wird es dann wahrscheinlich auch wieder ein Kino-Meetup geben. Wahrscheinlich. Ja. Ja. Aber bis dahin verbleibe ich mal mit meiner Meinung als schwebend unwirksam. Wo wir dann beim Thema wären. Also. Also objektiv gesehen finde ich bis jetzt immer noch den zweiten am besten, aber subjektiv hat mich dieser Film fertig gemacht. Das kann ich dir glauben, ja. Ja, viele schwerelose Momente, ich sage mir nicht. Gott. Tja. Oh, hier gibt es noch was zu kaufen. Flatterbett, ach cool. Ja, und eine Lyra gibt's. Ja. Und es gibt noch eine Münze dazu. Ja, Really, the cake is a lie. Ah, das muss ich dir dann auch noch ein schönes Bild zeigen. Warte, the cake? Ja, the cake is a lie. 50 Euro im Jahr. Das ist bei der Lose. Ja. Ja. Kostenlose nehmen. Aber nur 2 Euro für die Karte. Ja, das Box ist 2. Oh, das Spy, ja. Wieso nicht? Es ist nur längere Zeit. Was ist es dann? 30 Euro und 7 mal 60 Euro. Hast du was? Ich bin gerade ein Discord. Mein Discord-Ding ist was weg. Meine ist noch da. Ja. Ich bin immer noch Discordet. Ich hasse Geld. Oh ja. Apropos. Fan-Kappe. Oh ja, schön. Ja. Mabruk und Amethia. Ja. Die waren mein. Der Tag neigt sich dem Ende. Wir sitzen hier an einer Bowlingbahn, wir selbst haben aber nicht gespielt. Wir saßen eben oben und haben was gegessen.
Ja. Und? Was meinst du vom Tag? Finde ich eine schöne Location, muss ich sagen. Ja, ja, finde ich auch. Ja. Allerdings wohnen wir mir neu. Ohne, dass wir nach Polen gehen. Okay, das war jetzt zwar gesagt, aber. Ja. Okay. Ja. Das hat er nicht noch gemacht. Haben. Also, wir müssen uns überlegen. Wie lange sind wir jetzt schon hier? Ungefähr. In Karstadt sieben selbst? Stunden? Ja. Das ist krass. Ja, ich weiß, das ist ein ja. Ja. So. Ah, da auch nochmal. Hey. Ja, genau, ja. Ja. Tja. Ja, ich sehe. Ja. Ja, also. Wieder der Abend dann ausklingt. Also momentan sind wir jetzt noch beim Bowling. Ja. Mal gucken, wie das dann jetzt noch weitergeht. Ja. Und du hast auf jeden Fall ja. Wir werden noch sehen, ob wir uns noch ein bisschen in Würzburg aufhalten wollen oder nicht. Eigenwerbung, Eigen. Okay. Ja. Ja. Aber ja, eigentlich ist dann das damit das wieder vorbei, würde ich sagen. Ja. Na? Also so im Grunde genommen war es halt eigentlich so. Genau. Das große Review, das findet aber allerdings erst später dann statt. Das machen wir. Da können wir jetzt leider momentan noch keine große Aussage treffen. Das ja. Geht dann später. So. Wir haben jetzt 10:45. 10? 10. Gut, ich habe geschielt. 10:45, auch gut. Wir sind immer noch in Karstadt. Ja. Nach dieser Kegelbahn waren wir jetzt dann noch in. Ja, so. Waren wir noch in McDonald's? Ja, in einem namentlichen amerikanischen Restaurant, dessen urheberrechtlich geschützten Namen McDonald's wir nicht nennen möchten. Zu spät. Und haben dort noch uns was zu uns genommen. Ja. Dabei sind viele interessante Gespräche zustande gekommen. Oh ja, vor allen Dingen das Interessanteste war, dass es mal wieder über die Serie ging. Also das ja, ist allgemein, dass es allgemein mal über das Thema ging. Ja. Man hat nicht off-topic geredet. Also zumindest nicht zu sehr. Off-topic erklärt für Nichtwissende nichts, was mit dem Thema zu tun hat. Also ja, genau. Zum Beispiel Hobby, Freizeit, ähnliches. Ja. Und dann wieder zum Thema zurückzukommen. Nein, es war, ging permanent um dieses Thema. Ja. Ja, na gut, dann natürlich wollte man ein bisschen über den anderen halt wissen, so andere Sachen aus MVP, klar. Ja, natürlich, was man zum Beispiel in der Freizeit macht oder nicht, so. Das aber das hat sich halt wirklich im Grenzen gehalten und ja. War halt auch bezogen aufs Thema. Ja, so, genau. Dass du zum Beispiel, machst du was fürs Fanwork oder machst du was fürs Fandom oder sowas? Das ja, das ist geil gewesen. Sind dann halt auch die Möglichkeit bekommen, musikalisch sich einzubringen? Aber es war schon eine Kegelbahn. Ja, das war schon eine Kegelbahn. Gut, das habe ich einfach mal laufen lassen und den Rest habe ich dann übernommen. Ja, alles den andere. Rest habe ich im wahrsten Sinne des Wortes übernommen. Das stimmt, ja. also dieser kleine Vogel Aufmerksamkeit war praktisch dieses, sagen wir mal, ja, da habe ich einfach mein Jazzcover gespielt lassen auf der, an der Kegelbahn auf dem Tisch und ja, die Reaktion darauf ist, dass es eine schöne, wie war das? Fahrstuhlmucke ist. Ja. Sag ich, ja, wieso nicht besser, als wenn man jedes Lied immer mit, von mir irgendwie immer mit, ja, sagen wir mal, erotischen Dingen so. Assoziiert, wie ein gewisser Typ, den ich namentlich nicht nenne, weil er halt Cracky Master heißt. Okay. Ja. So viel dazu. Ja. Allerdings konnte ich meinen Bekanntenkreis vielleicht auf 1 oder 2 erhöhen. Aha. Ja, bei ihm war es dann etwas ergiebiger, da waren es glaube ich 5, 6 Leute oder so, ja. Die da irgendwie umgeschaut haben. Naja, okay, war nicht schlecht. Ja, da 24. sind wir eingeladen, 24. sollen wir dann mal wieder einen Stammtisch abhalten. Mal gucken, ob der wirklich so wird wie heute. Ja. Wobei ich hoffe es, ja. Ich hoffe es. Weil der Stammtisch unterscheidet sich halt dann doch immer thematisch noch ein bisschen von so einem Meetup. Ja. Wobei ich allerdings nichts sagen kann, woran es liegt. Wahrscheinlich, weil es kommt von alleine. Ich glaube, es ist eine Veranstaltung, wo
wirklich die Serie oder ein Film, je nachdem was gezeigt wird, wirklich im Mittelpunkt steht, des Events steht. Ja. Der Stammtisch ist halt, da steht im Mittelpunkt, dass man sich halt trifft. Das ist der Unterschied, würde ich sagen. Daran könnte es liegen, ja. Aber es soll niemand davon abbringen, trotzdem über das Thema zu reden. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Ja, ansonsten, ja, wir fahren jetzt dann nach Hause. Kein Bock mehr. Genau, nee, aber, genau. Und dann gucken wir die neueste Folge My Little Pony, die ist heute auch erschienen, zufällig. Ganz zufällig. Wie heißt die noch gleich? Ich weiß, hast du vergessen. Mit Discord? Entweder das oder ein oder zwei Folgen davor irgendwas. Weil wir hatten jetzt drei Verity-Folgen gehabt. Mhm. Jetzt wollen wir mal gucken. Ich fand die aber schön. Ja, und eine geleakte Flutterstar-Folge, die 21. Ja. Was, glaube ich, auch noch nie passiert ist, oder? Würde ich jetzt behaupten. Nö. Aber es war halt schon mal passiert. Also, die Handlung an sich. Ja. Die Handlung an sich ist halt schon mal passiert. Ja. So, da sind wir jetzt beim Bahnhof. Weil ich das richtig beurteilen kann. Sieht gut aus. Ja, müssen wir noch mal einen Weg hineinfinden. Ja. Puh. Ja. Wollen wir mal aus dem Zug drehen, oder? Was meinst du? Ja, das Review, das kommt ja dann noch. Ja, das Review, genau, dafür. Gut. Also quasi kunstwissenschaftliche Analyse, wie dieser Film wirkt. Ja, tatsächlich. Der Film des Künstlers Hasbro. Ja. Genau. So. Ja, in so einem Zug hier werden wir uns dann wahrscheinlich wiedersehen. Bis dann. Marktzüge. Ja. So, wir sind angekommen an unserer Zielhaltestelle in Nürnberg. Ja. Ja. Wir sind so fertig. Oh ja, das habe ich erst gemerkt, als wir im Zug gesessen haben. Wir sind jetzt seit knapp 12 Stunden unterwegs. Ja. Seitdem wir dort aufgeschlagen haben. Ja. Und es hat sich ziemlich gelohnt. Also jetzt machen wir gleich eine Zusammenfassung. Also es hat sich ziemlich gelohnt gehabt. Im Gegensatz zu anderen Sachen, die wir zum Beispiel dann nicht so themenrelevant da war. Also wie zum Beispiel, wie gesagt, Meetups, wo man weniger über das Thema an sich redet und mehr über sich selbst. Ja. Ja. Das stimmt. Und es gab eine schöne Abrundung. Also im Grunde genommen ist der Tag so abgelaufen. Falls ihr euch das dann besser vorstellen könnt damit. Wir sind erst mit dem Zug angekommen, haben keinen getroffen. Die waren alle vom Kino versammelt. Letztens hatten wir ein paar getroffen, die allerdings dieses Mal nicht mitgekommen sind. Ja. Und gab es halt dann noch einen schönen Stand mit Lostremmel und alles. Da konnte er Tombola spielen und alles. Ja. Ja, ich mag das Wort und alles. Weil es so schön um alles zu umfassen, um alles geht. Ne? Ja. Und da haben wir dann natürlich Stempel gekriegt. Ja. Wie im Festival. Ja, nur mit einem Discord drauf. Ja, ist aber eine schöne Anti-Zechenkeller-Methode. Ja. Eine tolle Sache. Dann ging es halt in den Film. Der war an sich, ja. Also es hebt sich definitiv von den zwei Vorgängern ab, muss man sagen. Ja. Nicht wahr, Thomas? Also, wie ich bereits erwähnt habe, also, rein von der Qualität her, objektiv und sachlich gesehen, ist der dritte leider das Schwächste. Aber ich hatte natürlich auch subjektive Eindrücke. Ja. Weiß ich auch, wie man mich sieht. Ich weiß es nicht. Unter, aber man sieht dich gleich wieder. Unter anderem, ja, können wir mitlaufen. Ja, weil wir müssen unbedingt nach Hause, wir sind so fertig. Ja. So. Also auf jeden Fall, Eindrücken. Genau, die spielen natürlich auch eine wichtige Rolle und da hatte ich genug. Also, und zwar, wie soll ich sagen, das habe ich glaube ich auch schon erwähnt, ich bin so fertig, die sich auch von manchen Szenen in anderen Teilen abheben. Ja, sagen wir es mal so, solange nicht explizit verkehrt ist, würde ich es als schwebend unwirksam mit einfach mal sagen. Bin ich einverstanden, ja. Ja. Gott, ey, das war so schlimm. Ja, ich sag mal, was ist danach? Also danach ging es dann nochmal richtig los dann nochmal. Ja, dann war es nochmal storytiefgreifend dann wieder. Ja, wir haben eigentlich erstmal gedacht so, wir
dass wir dann zurückfahren und vielleicht wieder Würzburg ein bisschen angucken. Ja. Wir haben uns dann doch allerdings entschieden, dem Rest der Gruppe zu folgen und nochmal zur Kegelbahn Restaurant zu gehen, was in der Wirklichkeit ein Restaurant mit einer Kegelbahn war. Ja, ich habe also auch gedacht, es ist umgekehrt. Ja, genau. Also mit einer kleinen Imbissmöglichkeit wie beim Brunswick, ne? Aber ja, das ist doch richtig viel. Zur Information, Brunswick ist eine sehr bekannte Bowlingbahn in Nürnberg. Ja. Und ja, dann waren wir da gewesen und haben die ihre Spiele abgemacht. Es gab wunderschönes Essen. Also richtig gut zubereitet. Ja. Panierte Schütze. Kann man eigentlich so gut wie nichts falsch machen, außer ja, es ist roh. Naja, klar. Ja, dann, was hat man danach gehabt? Danach sind wir dann nochmal ein bisschen weitergegangen. Wir haben uns dann erstmal nochmal vorne versammelt, hatten dann eine kurze Diskussion off-topic über Anime. Ja, das war ganz witzig. Ja, und dann sind wir dann, ja, dann sind wir schließlich und endlich zum McDonald's, zum McDonald's gegangen, um es so schön abzurunden. Dann ja, ist das halt nochmal richtig abgegangen, wie ihr dann vorhin gesehen hattet, dass wir dann richtig fett irgendwie gefeiert wurden, muss man irgendwie sagen. Ja. Und ja, das war dann eigentlich so dann der Schlusspunkt, wo dann der Abend dann langsam explizit creepy wurde. Also creepy im Sinne von Pasta. Ja. Ne? Und hat nichts mit Nudeln zu tun. Genau, richtig. Und dann wurde so quasi so, vielleicht sollten wir jetzt genau jetzt aufpassen, dass es nicht so weit geht. Ne? Ja. Ja, und dann haben wir dann halt einfach fertig gemacht. Und die sind einfach raus. Die einen sind mit dem Auto weg, der andere ist mit dem Moped weg. Was für ein geiles Moped einfach. Ja, das scheinbar keine Frontlichter hatte. Ja, und das hatte er dann aber auch welche, wo er dann zur Tanke gefahren ist. Ah ja, okay. Ja. Gut. So, was für ein Tor. Echt, ey. Ne? Und dann sind wir, haben uns dann auf den Weg zum Bahnhof gemacht. Sind erstmal falsch gelaufen, sind dann richtig gelaufen. Mhm. Aber wie gesagt, dafür sind wir dann ihm nochmal begegnet quasi. Ja. Das war ja. Tja. So war eigentlich so der Tagesablauf. Ja, und jetzt sind wir fertig. Also ganz genau. Nervlich. Also die geistige Leistungsfähigkeit liegt jetzt bei vielleicht 20%. Vielleicht. Ja. Und das in Real Life ausgedrückt, ja. Also so wie beim letzten Mal. Da. Wir sind doch fast da. Gut, dann gehe ich allein. Mach was du willst. Tja. Gute Nacht. Tschüss.